Nummer 1. Brave Jungs brauchen rund um die Uhr Bestätigung, Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit. Diese Dinge scheinen ja wie Opium für diese Kerle zu sein und sie richten irgendwie ihr komplettes Handeln danach aus. Sie haben Angst anzuecken, Angst davor, isoliert und alleine dazustehen, und sie tun eigentlich immer das, was man von ihnen erwartet und verlangt. Dass du damit, wenn überhaupt, nur Leute anziehst, die dich ausnutzen werden, versteht sich von selbst, Kumpel. Du bist viel besser beraten, wenn du die Dinge um ihrer selbst willen tust und eben nicht, damit du Schulterklopfen von anderen bekommst. Lerne also Nein zu sagen, wenn jemand zu viel von dir verlangt oder dich übervorteilt. Sei nicht ständig für alles und jedermann verfügbar und hüte dich auch vor Leuten, die dich für ihre Zwecke umschmeicheln. Zweitens, brave Jungs labern viel und machen wenig. Sehr viel zu schwatzen, Versprechungen und große Ankündigungen zu machen und dann eben doch nicht mit Taten zu liefern, ja, das ist echt ein untrügliches Zeichen von Schwäche und auch fehlender Klasse. In diese Rubrik fallen ja auch Dinge wie Klatsch und Tratsch, Intrigenspinnen und, wie ich finde, generell eine, naja, sagen wir, Marktschreier-Mentalität. Du musst nicht alles, was in dir vorgeht, was du planst und vielleicht vorhast, lautstark ausposaunen. In letzter Hinsicht bewerten dich andere nur nach deinen Taten. Und wenn die eben nicht mit deinen Worten korrelieren, dann wandert deine Anziehung völlig zurecht in den Keller. Drittens, biegsam wie ein Aal und das Näschen immer schön mit dem Wind drehend. Auch das ist für mich ein Zeichen von fehlender Größe, das ja dann auch in der Folge vom jeweiligen Umfeld mit Misstrauen quittiert wird. Ich denke mal, die meisten werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass man Leute, auf die wirklich Verlass ist, eigentlich nur in Krisenzeiten erkennt. Je heftiger die Krise, desto mehr trennt sich die Spreu vom Weizen. Jeder ist sich selbst eben doch der Nächste. So ist das nun mal und wahrscheinlich hat das grundsätzlich auch seine Richtigkeit. Der Punkt ist nur, dass du solche Leute eben erkennen musst, dass du ihnen mit Vorsicht begegnest und viel wichtiger noch, dass du jene, die sich dir gegenüber in Krisenzeiten loyal zeigen, schützt wie deinen eigenen Augapfel.